Ja, hallo miteinander. Hallo zusammen. Schön, sind ihr mit dabei. Wir sind gestern Abend kurz entschlossen losgefahren, weil es heisst, es wäre schönes Wetter. Und jetzt sind wir hier in dem wunderschönen Urner Boden gelandet. Hat absolut nichts zu tun mit der Grand Tour, macht aber nichts, weil es ist sowieso nur für einen Abend. Also für eine Nacht. Genau. Wie ihr seht, ist es mega schön hier. Wir geniessen jetzt noch die schöne Natur. Zeigen euch die natürlich auch. Und später haben wir dann noch etwas Spezielles, und zwar ein Grill-Spezial. Weil wir haben einen neuen Grill. Aber zu dem kommen wir später. Also, kommt mit! Hunger. Ich glaube, jetzt ist Zeit, um den Grill auszupacken. Wie ihr seht, haben wir unseren Webergrill mit dabei. Das ist ab sofort unser alter Grill. Den haben wir jetzt einfach nochmal zum Vergleich, weil wir haben jetzt etwas Neues. Und zwar ist das der hier, der Godak Safari Chef 2. Und den haben wir bei ein paar neuen Bekannten von uns kennengelernt. Die haben uns den gezeigt. Sie haben ein anderes Modell. Wir haben das mit der Gaskartusche, die auch an diesem Tag funktionieren würde. Sie haben den, den man an einen externen Gasanschluss anschliessen kann. Der hat einen Vorteil. Er ist etwas kleiner, das Packmaß ist kleiner. Er ist leichter. Und es hat ganz einen Haufen Zubehör. Und das schauen wir uns jetzt an. Also machen wir das mal auf. So. Also, da hätten wir einmal Grillplatte, Bratplatte. Dann der Grill selber. Sehr kompakt. Kann man hier ausfahren. Da unten kommt noch eine Kartusche drin. Dann gibt es hier den Spritzschutz. Zipperli drin. Und was eben auch noch gut ist, es gibt auch einen Deckel. Und den Deckel kann man aber auch gleichzeitig als Pfanne brauchen. Also man hat da, man kann sogar Chili con Carne machen, wenn man das will. Das ist doch super. Okay.
Wir sind total begeistert vom Godox Safari Chef 2. Die Grillplatte funktioniert super, ist extrem einfach zu reinigen und man braucht überhaupt kein Fett. Was auch cool ist, man kann auch direkt darauf mit einem normalen Kochtopf kochen oder halt eben mit dem Spritzschutz und den Zubehörplatten etwas bröteln. Der Safari Chef 2 gibt es in 3 verschiedenen Ausführungen. Einmal in der Variante LP zum Anschluss an die Normalgasflasche und einmal in der HP-Version, so wie wir sie haben, mit Gaskartuschen. Wichtig dabei ist, man muss einen Anschluss EN417 haben. Das ist ein integriertes Druckventil an der Flasche. Außerdem gibt es noch eine Light-Version. Die kommt dann ohne Grillplatte. Spiessli haben wir schon gemacht und Pizza haben wir schon auf dem Grill gemacht. Hat alles hervorragend funktioniert, aber heutiges Menü ist etwas anderes. Würstli und Zucchetti. Ich freue mich schon drauf. Währenddessen, dass wir uns jetzt Nacht geniessen, schauen wir noch ein bisschen dieser schönen Natur zu und freuen uns über den Urner Boden. Herrlich. Ja, bei uns ist jetzt Sonntagmorgen. Wir haben wieder hervorragend geschlafen. Es ist jetzt gut, schon fast Mittag. Auf jeden Fall müssen wir jetzt langsam wieder heim zu. Aber wenn ihr den Grill auch wollt, also ich kann ihn wirklich sehr empfehlen, es geht alles sehr rasch drauf, es funktioniert super, zum Putzen gibt es ein bisschen mehr wieder beim Weber-Grill, aber es hält sich alles in Grenzen. Link ist unten in der Infobox und damit wünschen wir euch wieder eine schöne Woche. Bleibt gesund und munter und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Sveva on Tour.